harder, better, faster, stronger. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Tschüss! Leute, was ein geiler Tag, was ein geiler Tag. Puh, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hoffe, ihr seid alle wohlauf. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Mir geht's auf jeden Fall auch schon deutlich besser. Ja, vielen Dank nochmal für alle gute Besserungswünsche. Hat auf jeden Fall geholfen. Hat auf jeden Fall geholfen, ist angekommen. Yes! Heute Abend ein ganz besonderer Teamcall, ja? Wir haben heute nicht irgendwen hier auf diesem Teamcall, sondern wir haben heute hier eigentlich die Person, ohne die erstens niemand hier von uns da wäre, ja? Und ohne ihn würden über Tausende von Menschen nicht wirklich an ihrer eigenen Persönlichkeit arbeiten, nicht an ihrem eigenen Skillset arbeiten, nicht aus der aktuellen Situation rauskommen, ja, nicht ihr Skillset erweitern. Und er hat so vielen Menschen einfach, wie auch immer so schön gesagt, das Augenlicht zurückgegeben und wirklich mal gezeigt, hey, das sind deine Träume, hier, wachrütteln, ja, das kannst du erreichen, das kannst du schaffen. Es gibt Wege da draußen, womit du dir das, den Weg kreieren kannst, womit du wirklich da hinkommen kannst. Ja, und es ist crazy, ihr müsst euch vorstellen, Marvin habe ich damals ungefähr im März 2018 kennengelernt. Und
Ja, ich war damals noch im dualen Studium und hatte immer noch so, ich hatte schon so ein leichtes Unwohlsein, sage ich mal, im Studium. Aber ich dachte immer noch, ich bin so auf dem richtigen Weg. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht, war davor ein Jahr im Ausland, dann im dualen Studium, zwischendurch hier und da ein paar Jobs gemacht. Ja, ich dachte eigentlich, ich habe den perfekten Lebenslauf, um wirklich das zu haben, was ich jemals haben möchte. Ja, alle haben mir immer gesagt, das ist der richtige Weg. Und dann treffe ich auf einmal auf diesen Marvin. Ja, damals in Düsseldorf, ich weiß noch, im Beuten hieß es, so ein Café in Düsseldorf. Und er kam auf einmal auf mich zu mit so einer, was war das für eine Hose, so eine karierte Hose auf jeden Fall. Schon direkt so ein bisschen abgespaced auf jeden Fall irgendwie. Und direkt mit so riesen Energie, was geht ab, Leander? Und ich denke nur so, wow, was ist das denn für einer? Ja, aber im Positiven, ja, er hatte einfach so viel positive Energie. Wir haben uns das Café gesetzt, ein bisschen ausgetauscht und hätten mir auch die wichtigsten Fragen für mich überhaupt in meinem Leben gestellt. Weil er hat mir nicht nur die Frage gestellt, Leander, welchen Job willst du ausüben, bis du irgendwann ja, in die Rente gehst, sondern er hat mir die Frage gestellt, Leander, wie soll dein Leben aussehen? Ja, und dann finden wir einen Weg, wie du da hinkommst. Und das waren wirklich die entscheidenden Fragen, wodurch ich angefangen habe, wieder mehr zu träumen. Ja? Wodurch ich angefangen habe, mein Lebensziel vorher von 4.000 Euro netto irgendwann mal ein bisschen angefangen habe hochzusetzen. Ja, ein bisschen ist leicht untertrieben. Aber einfach angefangen habe, wieder mal zu träumen, mehr an mich zu glauben, mehr aus mich rauszukommen. Ich habe mich in diesen 2,5, fast 3 Jahren so enorm weiterentwickeln können. Ja, ich habe so viele geile Momente erleben können. Ich habe so stark rauskristallisieren können, wer sind richtige Freunde, wer tut dir gut, wer tut dir nicht gut, wer will dich wirklich gewinnen sehen, wer will dich wirklich oben sehen, wer hilft dir dabei. Ja, und einfach so viel Positivität hat dieser Mensch in mein Leben gebracht. Und ich denke, vielen von euch geht es auch so. Und man kann es gar nicht in Worte beschreiben, was wir schon alles durchgemacht haben, was er schon alles für mich gemacht hat, wo er mir bei finanziellen Engpässen ausgeholfen hat, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne überhaupt zu sagen, ey, keine Ahnung, ich will das zurückhaben oder sonst was. Nein, nimm, fertig, aus. Immer für mich da war, immer ein offenes Ohr hatte. Ja, sei es privat, sei es Business. Es ist heftig einfach nur. Ja, so eine Person wie ihn gibt es sehr, 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 sehr selten auf dieser Welt. Und wir können uns echt glücklich schätzen, dass wir so eine Person hier haben, die uns einfach, ja, uns begleitet bis zu unseren Zielen und einfach für jeden Einzelnen da ist. Ja, weil er ist sich auch nicht zu schade, mit irgendwer zu sprechen. Das heißt, wenn irgendwer von euch mal ein Problem hat, mal eine Frage hat, mal irgendwas hat, kann er jederzeit auf ihn zukommen. Und das ist crazy. Das ist crazy. Das machen wenige an dem Punkt, wo er steht. Und deswegen, es ist geisteskrank, dass er auf diesen Call kommt. Leute, macht mal ein bisschen Welle bitte in den Chat. Ja, macht mal ein bisschen Welle in den Chat für unseren Chairman 10, almost Chairman 25. Ja, bald, wie nennt man das, Dubaianer? Keine Ahnung, bald wohnt er in Dubai. Marvin freaking Graminger. So, ich suche dich gerade einmal noch kurz im Chat. Zack. Und du bist ein muted Bro. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Ich bin gespannt. Ja, erstmal von meiner Seite aus. Erstmal euch erstmal einen wunderschönen guten Abend zusammen. Bro, danke für die lieben Worte. Ich erinnere mich immer noch an das erste Meeting. Das ist auch recht unvergesslich gewesen. Ihr müsst euch vorstellen, Leonard ging mit so einer richtigen, also das hat damals, naja, so eine Karo-Hose angehabt, die eigentlich ältere Menschen tragen, aber ich fand die damals so toll, dass ich die gefühlt fast jeden Tag anhatte, deswegen. Aber ich habe auf jeden Fall dir einen Bomber mit dem Kopf, beziehungsweise dir sowas in den Kopf gesetzt, dass du diese Hose, glaube ich, noch in 10 Jahren darüber Bescheid weißt. Ja gut, also ich habe vor wenigen, ich glaube letzte Woche, habe ich mit Ali und Jana gesprochen und habe mit dir gesagt so, hey, Boys, wann habt ihr euren Team-Call immer? Ich stoße mal dazu. Und ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen ausgearbeitet und ich weiß nicht, ich war vorhin hier am Schreibtisch und irgendwas hat mir gesagt, Marvin, hau mal irgendwas raus heute, wo selbst mich mal Leander darüber weiß, dass ich heute eventuell auch wirklich hier für euch, nur für euch hier, ein exklusives Incentive starten werde. Ja? Was das genau betrifft, ja, das sage ich euch gleich am Ende, aber ihr werdet euch wirklich, also ihr müsst euch wirklich gleich festhalten am Stuhl, okay? Das ist sehr, sehr wichtig. Und von Leander hat eine Sache gesagt, das hat auf jeden Fall definitiv damit was zu tun, dass ihr definitiv noch mehr jetzt mit mir arbeiten werdet und vor allem wirklich am besten lerne auch gleich nach dem Call meine Nummer direkt in die Gruppe von euch schickt, weil, wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall gleich eine drauf eingehen. Ich habe auf jeden Fall was extrem Geiles vorbereitet. Die einzige Person, die Bescheid weiß, ist David. Und David hat mich mit so irgendwie angeguckt und dann so, Digga, was? Was? Also, bleibt auf jeden Fall gespannt. Das kommt alles am Ende. Ich habe gerade schon vom Kommentar hier Ali im Chat gesehen, Leute. Und das ist eine wichtige Sache. Ganz kurz vorab. Fangt an,
falls du es noch nicht so machst, wie es jetzt aktuell schon immer wieder eigentlich appelliert wird, alles immer mitzuschreiben. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also falls du jetzt noch nicht zum Schreiben dabei hast oder noch nichts parat hast, dann ändere das am besten. Weil ich spüre seit 3 Jahren führe ich dieses Buch. Dieses Buch ist fast voll. Ja, fast voll aus den letzten 2,5 bis 3 Jahren Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ihr müsst euch vorstellen, ich finde, das ist doch eigentlich geil, sowas auch als irgendwie als Werdegang oder als Weg festzuhalten, ja, die Notizen nicht. Wenn ich mir immer noch mal durchlese, ja, dann sind da Notizen drin. Hey, Marvin, ein Follow-up machst du immer zu dritt. Also wirklich von Sachen, die ich am Anfang erstmal gelernt habe und dann wirklich Sachen, die tiefer wurden, ja, wo es wirklich um die Skills ging zu erweitern, ja. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, Leute, ich habe wirklich ein hier Buch mit Key to Success, mit ganz vielen Sachen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Network und ein weiteres Buch für Trading. Ja, ist auch ganz wichtig, witzigerweise noch mit dem alten Firmenlogo noch drauf von damals. Ja, also ich kann euch immer nur einen Tipp geben, diese 2 Bücher sind entscheidend wichtig. Gerade, und was ich immer wieder appelliere, es ist so wichtig, ja, dass du nicht denkst, dass du die Sachen einmal aufgeschrieben hast, das brauche ich ja morgen nicht mehr oder kann ich ja. Denk das bitte nicht, ja. Das ist wirklich ein Prozess. Du musst es wirklich immer wieder lesen. Ich habe das ein super damals ein Beispiel gehabt mit Phase 6. Das kennen vielleicht andere von euch. Ne? Und da habe ich damals Vokabeln mir eingetrichtert, aber vom Feinsten. Und was habe ich da wirklich gelernt? Ich habe diese Vokabeln, wurden immer in verschiedenen Zyklen, wurden die abgefragt. Ja? Dann einmal jeden Tag, dann 3 Tage später, 2 Wochen später, 1 Monat später, 3 Monate später. Irgendwann ist das im Langzeitgedächtnis. Ja? Also genauso auch wirklich mit vielen Punkten, die du wirklich dir eigentlich hier aufschreibst. Ja? Du hast hier mal ganz kurz auf der Tafel draufstehen und schwuppsiwupps, einmal nicht aufgepasst, wischt es einmal wieder weg und direkt weggelässt es. Also heißt es sehr wichtig heute, eine Sache, das ist, denke ich mal, vielleicht euch noch nicht so bewusst, ihr müsst mit den Notizen arbeiten. Ihr müsst die Notizen nochmal bearbeiten, regelmäßig durchlesen. Ja? Ich habe damals immer wieder Sachen, die ich noch nicht umsetze, habe ich mir noch aufgeschrieben, nochmal aufgeschrieben und mir aufgehangen. Ja? So, dass man vielleicht mal als Beispiel so heißt, denk nicht nur ein paar Sachen mitschreibst, dass du wirklich hier das Ganze umsetzt. Ja? Denn das Ganze wirst du nur umsetzen, wenn du es regelmäßig dir vor Augen führst und immer wieder das wirklich siehst und liest. Weil Leute, ich lese mir auch bis heute, lese ich mir alle 2 Wochen dieses Buch hinten durch. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Also, gehen wir mal in die Thematik rein. Und das ist sehr wichtig und glaube ich, das ist wirklich ein aller Ursprungs, wo auch dich wirklich hier als Person oder auch du in die richtige Richtung gehen wirst und alles bekommen wirst, was du langfristig möchtest. Und diese erste Frage ist sehr wichtig. Und das war damals auch, was ich gemerkt habe. Was treibt dich an? Was treibt dich an, dich mit IAM hier zu committen? Was treibt dich an, rund um die Uhr hier aktiv zu sein? Ja, ich habe hier gefühlt 17 Stunden ist TradingView hier auf meinem Monitor geöffnet. Ja, ich habe nonstop, habe ich wirklich Telefonate, Calls mit Teampartnern, schreibe Leute auf Instagram an. Ja, aber was wichtig ist, halt, und das ist diese Frage, die du dir selber beantworten musst. Was treibt dich hier an in deinem Leben, in deinem Business mit IAM? Ja, solltest du diese Frage, falls du diese Frage noch nicht 100% beantworten kannst, solltest du diese Frage dir mal heute mal, heute Abend dir mal eine halbe Stunde mal Zeit nehmen und dir mal wirklich mal aufschreiben, was treibt dich hier an? Ja, für mich war damals einfach ein riesengroßer Antrieb, ich möchte einfach wirklich leben, ja, ich möchte Freiheit haben, ich möchte reisen, ja, ich möchte wirklich mit vielen Menschen tolle Dinge wirklich erleben, auch wie ich und Leander schon wirklich gerade letztes Jahr in Amerika eine unvergessliche Zeit hatten, ja, also was ich nur damit sagen möchte, einfach, mach dir wirklich mal Gedanken, was treibt dich hier an, warum willst du wirklich dich hier committen, mehr zu machen als 99% der Menschen da draußen, das hat damals Willi zu mir gesagt, Marvin, du musst dir eine Sache verstehen, ja, wenn du wirklich erfolgreich werden möchtest, dann gehörst du langfristig zu den 1%. Aber du musst definitiv härter arbeiten, mehr machen als die anderen 99%. Und dann bekommst du erst diese Ergebnisse. Das ist sehr, sehr wichtig. Die zweite Frage, und das ist auch, was wichtig ist, was ist dein Motiv? Weil, naja, gestern hat Isa Gott darüber gesprochen. Scheiß auf Motivation, ja? Motivation ist wichtig, aber Motivation ist auch irgendwo, bitte nicht falsch verstehen, irgendwo auch eine Bitch. Sie kommt, sie geht, wie sie gerade Bock hat. Ist einfach so, ja. Muss man einfach nicht groß um den heißen Brei reden. Also was ist wirklich dein Motiv hier? Frag dich auch diese Frage. Also heißt wirklich, was treibt dich an und was ist wirklich dieser Punkt, wo du wirklich einfach weißt, was ist dein Motiv? Ja, was ist dein Motiv hier wirklich, den Weg mit IAM einzugehen? Wenn du denkst, IAM ist nur Trading, IAM ist nur Dropshipping, dann hast du wirklich IAM noch nicht richtig kennengelernt. IAM bietet noch viel, viel mehr.
Ich sage mittlerweile auch heute, zumindest habe ich auch in vielen Calls gesagt, IAM wird langfristig eine Bildungslücke schließen, ja, weil wirklich hier definitiv Sachen beigebracht werden, nicht nur was das Thema Business betrifft oder generell Unternehmertum, sondern eigentlich allen Lebensbereichen gemeinsam. Denke ich mal, euch auch schon aufgefallen. Also heißt, wichtiges Motto, die zwei Fragen mit unbedingt zu beantworten. Dann, wir haben heute jetzt den, was haben wir für ein Datum? Den zweiten haben wir heute, ne? Den 2. Dezember. Den 2. Dezember. Also heißt noch 28 Tage, bis das Jahr im Kalenderjahr beendet ist. Dann ist die Sache halt, wie willst du dieses Jahr abschließen? Willst du nochmal die nächsten 28 Tage deine Arschbacken nochmal zusammenkneifen und nochmal wirklich die nächsten 28 Tage alles, was du vielleicht in den letzten 3 Monaten erreicht hast, in einen Monat zu packen? Ja? Also ich merke, und das weiß ich auch wirklich auf jeden Fall auch euch, schon immer damit appelliert habe, ihr macht das nicht für irgendwie für eure Upline oder irgendwie für eure, keine Ahnung was, ihr macht das für euch. Ja, ich finde es einfach geil, auch Ende des Jahres zu sagen, hey, 2020 war wirklich ein sehr geiles Jahr. Ich habe wichtige Learnings gezogen und ich habe das und das noch erreicht. Ich habe schon die ersten Partner, die mit Trading profitabel sind. Ich habe schon die richtig guten Resultate im Trading jetzt dieses Jahr gehabt. Oder auch im Dezember meinen wirklich den nächsten Rank erreicht noch, um damit wirklich nächstes Jahr, ins nächste Jahr zu starten. Weil ihr habt das wirklich von mir vorletzte Woche gehört. Das Jahr 2021 beginnt erst, beziehungsweise beginnt nicht erst in einem Monat, beziehungsweise zum 1.1. Das Jahr beginnt jetzt. Diese Vorbereitungszeit. Ja, wenn du Momentum Anfang des Jahres haben möchtest, ja, dann musst du jetzt damit anfangen. Das würde nicht von irgendwie automatisch passieren. Ich finde das immer eine relativ faire Angelegenheit. Du gibst das Ganze vor. Fängst du an, ich habe es immer wieder gemerkt, machst du mehr. Die Leute oder generell, alle passen, die sprechen sich diese Geschwindigkeit an. Warum sind wir seit 2,5 Jahren so stark gewachsen? Ich habe einfach euch mal was gezeigt, eben noch immer ganz kurz ein paar Screenshots mal gemacht, ja. Lerner muss mir ganz kurz ein Haus geben. Am besten schnell, weil wir nicht mehr so viel hier zahlen, weil ich habe noch ein paar Sachen, die wir drauf stehen. Gehen wir mal ganz kurz den Host. Den Host. Hast du? Nee, jetzt. Jetzt habe ich den Host. So. Möchte ich euch ganz kurz was zeigen. Also, Leute. So sah das Jahr 2019 mal mir aus. Ja? 2019, 1.1.2019, Platinum 2000, hat noch damals noch einen Kundenaccount gehabt, ne? Knapp um die 28.000 Volumen gehabt, ja? 1.1.2019. So, wie geht's weiter? Dann geht's weiter. Lass mich kurz schauen. Machen wir mal ein Jahr genau später. 1.1.2020, Platinum 5000. Das sieht doch mal interessant aus. Also heißt im Endeffekt, in einem Jahr, ich sag mal, wissen wir von mir was drauf. Ich habe in diesem Jahr 2019 sind wieder wichtige Dinge passiert, wovon viele von euch nicht Bescheid wissen. Aber das war das Fundament auf das, was jetzt folgt oder auch dieses Jahr gefolgt ist. Also schaut euch, wie euch gesagt, merkt euch die Zahl. 2020, 1.1. mit knapp 41.000 Volumen. Was ist dieses Jahr passiert? Zum jetzigen Stand, wo wir heute stehen. Naja, das sieht mal ganz anders aus. Wir haben heute den 1.12.2020, beziehungsweise ist von gestern gewesen, ein Jahr, beziehungsweise jetzt knapp, ja, um die 11 Monate später, keine 41.000 Volumen, sondern über 190.000 Volumen. So, was ich damit sagen möchte, nicht um jetzt hier zu zeigen, was ich krass bin oder cool bin, ne, aber was ich damit zeigen möchte, einfach wirklich, dass ein Prozess man hier geht und was passiert, wenn du wirklich an dir arbeitest und anfängst, zu dir ehrlich zu sein. Ja, wie oft, frag dich einfach mal, wie oft lügen wir uns selber an? Ja, wie oft lügen wir uns selber etwas vor? Ich habe heute viel was gemacht, aber dann guckst du den Kalender, da war ich wieder drin. Kaum Termine gehabt, kaum Leute irgendwie connected, kaum Go Live angeschaut, ja. Ich merke es so oft, wir lügen uns selber an, ja. Ich habe es damals auch gemacht. Ey, ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich bin auch mit den Verkickern und so. Ich habe mich damals selber angelogen. Ich dachte, boah, ich war heute voll aktiv. Und dann guckst du den Kalender rein, naja. Besser hätte das schon gehen können. Ne? Also heißt, was wichtig ist einfach, fangt an, wirklich ab sofort ehrlicher zu euch zu werden. Ja? Und vor allem, was ich wichtig finde, ja, reflektiert euch regelmäßig. Ja? Schau einfach abends mal den Kalender rein. Habe ich heute nur mehr geredet oder habe ich entsprechend Sachen auch umgesetzt, die mir immer mal gesagt worden sind? Weil ihr wisst doch eine Sache immer, nur die Sachen auch umsetzen, wenn diejenigen sein, die auf der Bühne stehen, speaken und man denkt so, boah, der war so krass. Ja, aber klar ist das geil, wenn du Leute siehst, die auf der Bühne sind. Aber hey, schau, dass du auch deinen Hintern auf dieser Bühne schaffst. Ja, dass du wirklich auf die Bühne kommst, weil Leute glauben eine Sache. Ja, das Schönste ist es, auf einer Bühne zu stehen, zu Menschen zu sprechen,
zu inspirieren einfach mit dem Weg, den man gegangen ist oder mit den wichtigen Learnings, die man gezogen hat. Ich weiß noch ganz genau, wie damals bei mir das begonnen hat. Ich wollte gar nicht mehr weg von der Bühne gehen. Ja? Ich habe manchmal ein Closing, normalerweise geht ein Closing 15 Minuten. Ey, bei mir war damals ein Closing fast eine Stunde mal. Ja? Also was einfach wichtig ist, das ist sehr, sehr entscheidend, jetzt mal wieder zurückzukommen. Wir sind jetzt im Dezember. Ja? Und nehmen dir wirklich eine Sache vor und vielleicht das auch für dich. Ja, und dieses Jahr wirklich so zu abzuschließen, wie du dir selber vorgenommen hast. Eine All-In-Mentality, da haben wir, glaube ich, schon nicht nur einmal drüber gesprochen, sondern 20, 30 Mal drüber gesprochen. Aber frage auch dich diese Frage mal, bist du alle All-In? Ja, lass dich immer noch von links und rechts ablenken. Aktuell, wir sind gerade wieder im, sagen wir mal, Light-Lockdown. Also ich sag mal so, die Zeit kann man doch jetzt nicht mehr irgendwo anders als irgendwie verschwenden. Man ist doch jetzt irgendwo schon gezwungen, zu Hause zu sein. Also nutzt diese Zeit effektiv, ja. Effektiv, dass du wirklich dich gerade dich weiterentwickelst, dass du Mentorship Calls schaust, ja. Dass du Mentorship Calls von Ilya anschaust, Mentorship Calls von David anschaust. Mentorship ist wirklich alle Mentorship Calls, ja, die es gibt, aufsaugst, ja. Wie ein Schwamm, der trocken ist. Ein Schwamm, wie trocken, alles aufzusaugen und wirklich dich damit auseinanderzusetzen. Ja? Ilya ist wirklich nur auch da, wo er heute steht, nach knapp 2 Jahren, dass der Junge sogar mittlerweile auf der Toilette, ja, auf der Toilette Mentorship Calls schaut. Ich dachte letztes Mal, ich höre nicht richtig. Auf einmal höre ich im Badezimmer aus dem Gutsche. Ich sag so, der Bro ist, der Typ ist geil, der ist gestört. Also positiv. Ja, also wirklich eine Sache, was sehr wichtig ist und was ich gemerkt habe, einfach habe, es beginnt alles bei dir. Ja? Wenn du Momentum kreieren möchtest, fang bei dir an. Und nicht irgendwo mal, heute habe ich mal viel gemacht, warum mache ich weniger? Das ist scheiße, das spielt keine Rolle. Du musst es jeden Tag machen. Jeden Tag. Leute, ich habe auch bestimmt diesen 200 Jahren mal bestimmt mal 1-2 Tage gehabt, wo ich weniger gemacht habe. Aber ich kann das an 2 Händen aufzählen. Ja, das sind knapp, ich bin jetzt knapp um die Pi mal Daumen, um die 800 Tage aktuell, ja, um die 800 Tage, ja, ungefähr 800 Tage bin ich jetzt aktuell bei IM. Und ich kann eine Hand aufzählen, wo ich zum Beispiel wirklich kein Call hatte. Wo ich nichts für mein Business gemacht habe. Ich kann es an einer Hand aufzählen. Von 900 Tagen. Also wirklich wichtig ist einfach wirklich, deswegen nehmen wir zu der Anschlussfrage jetzt zurück. Was ist, beziehungsweise was dich antreibt und was ist dein Motiv? Da fängt alles an. Okay, das ist sehr wichtig einfach. Und was ist dein Motiv mit Network? Was ist dein Motiv mit Network? Sehr wichtig. Okay, und dann gehen wir weiter. Ja, und das, was ich auch wirklich wichtig ist, und ich überlege einfach, ich bin jetzt seit, befinde mich mittlerweile seit über 6 Jahren mittlerweile im Unternehmertum. 6 Jahre. Ja, 6 Jahre mache ich das Ganze schon, habe vor 6 Jahren angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Ja, ich habe, ähnlich wie du auch, einen Samen gesät, ja, mit einer Entscheidung. So, und mit dieser Entscheidung, die du getroffen hast, da wirst du immer wieder versucht abzulenken, bzw. wirst abgelenkt, ja, wirst von irgendwo den Fokus mit dir geraubt. Ja, es passiert viele Dinge in deinem Leben, wo du vielleicht auch nicht mit gerechnet hast. Ja, auch bei mir lief in den letzten Jahren nicht alles reibungslos. Aber genau wo Reibung entsteht, entsteht Wachstum. Das ist sehr wichtig, das müsst ihr verstehen. Also als immer, wenn irgendwo was passiert, es ist ein Test. Es ist ein Test, es ist eine Frage, wie gehst du damit um? Und weiß mich auch damals, bis heute weiß ich ganz genau, hey, daran werde ich wieder wachsen, beziehungsweise weiter wachsen. Also heißt, hab das wirklich definitiv vor Augen. Dann, wichtiger Punkt, die absolute Hingabe ins Business zu bringen. Die absolute Hingabe. Ja, es gibt wirklich Tage hier, heute nicht mehr, aber das war letztes Jahr sehr, sehr stark und auch zum Beispiel Anfang des Jahres. Ich bin ja am Schreibtisch eingeschlafen. Ja, mit dem Mentorship Call noch am Laufen. Ja, ich bin auf Touren, da war sogar ein anderer dabei gewesen, mit dem Handy in der Hand eingeschlafen, bei einer Sprachnachricht, weil ich so müde war. Ja, für mich gab es nicht, aber ich habe irgendwo damals gesagt, okay, hey, es geht sich nicht um mich. Es geht sich um das Team. Weil wenn eine Person sich bei dir registriert, dann ist es deine Aufgabe, diese Person erfolgreich zu machen. Du kannst dich einfach ihn erfolgreich machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Aber mit dir für ihn alles zu zeigen, das Potenzial zu zeigen, Willkommen Call zu machen. Ja? Müslim, machen wir ein bestes Beispiel, weil es direkt nur weiß. Er macht, wenn eine Person startet, mit 4 Personen aus der Struktur Willkommen mit ihm, Call mit ihm. Mit dem neuen frisch gestarten. Der denkt so, Big Bitch, boah, krass, was geht mir? So. Ja? Also, das ist wirklich ein wichtiges Motto, was ich euch nur mit sagen möchte, einfach. Und ich glaube, das ist wirklich das Entscheidende einfach, weil, ihr müsst euch mal vorstellen, jede Person, die euer Business kommt, ja, da fängt der Punkt an, wo sie sich registriert hat, wo die Arbeit richtig anfängt. Ja, weil registrieren, ja, und Leute starten, das ist mittlerweile Kinderkacke.
Aber was wichtig ist, die Leute wirklich menschlich hier einzuarbeiten, das Bild zu zeigen von I am, das Belief aufzubauen. Ja, Leute, ich habe gestern hier ein Meeting gehabt. Ja, gestern mit jemandem, den kenne ich schon 4 Jahre aus dem Bodybuilding. Der ist 3-mal so breit wie ich gewesen. Okay, 2-mal so breit. Ja? Und naja, der war es hier, wir haben dir alles gezeigt und ich habe mir Videos gezeigt. Und der meinte, Marvin, ich merke so sehr, wie du am Brennen bist. Du sitzt auf dem Stuhl so gefühlt, wo diese Videos ablaufen. Ich fühle jedes Video einfach wirklich haargenau, wie diese Szene und das passiert, dieser Spruch reinkommt. Ja, weil ich das Video schon 100.000 Mal gesehen habe, aber immer wieder fühle ich es einfach, dieses Feeling. Ja, und das merken die Leute. Die Leute merken, das machst du es aus Hingabe, machst du es aus Leidenschaft, ja, oder machst du wirklich hier und deswegen. Aber wenn du nur deswegen das hier machst, dann bist du hier falsch. Ganz richtig. Also heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, Leute, Hingabe ins Business zu bekommen. Hingabe, bis ich überlege, und das war damals die ersten 2 Jahre oder 1,5 Jahre, so ich hing bis 2 Uhr, 3 Uhr nachts, hing ich mit Partnern am Telefonie, habe die Ranks wirklich geplant, habe die Culture aufgebaut, ja. Jetzt dupliziere ich mittlerweile die Culture. Ja, ist mittlerweile gut geworden, es geht immer besser und immer besser und immer besser, ja. Wenn ich dann manchmal irgendwie bei verschiedenen Leuten schaue, dann machen die das da, dann sind manche mal zusammen am Tanzen, im Rank-Hop und so weiter. Das ist Culture, ja. Ich sage euch noch eine Sache, so, und das, denke ich mal, da haben wir uns sehr, sehr viel Inspiration von geholt, von Cash Cartier. Ja, wenn du noch nicht Cash Cartier kennst, dann ist das natürlich auch ein Fehler. Ja, du musst gucken wirklich, welche Leute du hier IAM dich identifizieren kannst, welche Leute wirklich hier für dich irgendwo auch dein Vorbild sind, ja, oder generell in diesem Bereich. Cash Cartier, falls du ihn noch nicht kennst, schau ihn dir an. Er hat auch wirklich ein Video gemacht über die Kultur, die Culture, ja, wie wichtig Culture ist. Ihr müsst euch vorstellen, das habe ich auch gestern noch so ein bisschen David erklärt, ja, Volumen, Trading-Ergebnis, das ist alles geil, das ist Hammer, ja, oder generell auch Persönlichkeit wirklich zu formen. Aber was das Entscheidende ist, ist halt, wie zum Beispiel Culture zu bilden. Das ist wie so die Würze in einer Suppe oder in einem Essen, ja. Weil wenn du zum Beispiel ein Gericht ohne Salz und Pfeffer würzt, schmeckt es nicht so richtig, es schmeckt fade. Ja, was brauchst du dafür? Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Gericht schmeckt immer besser. Ja, das ist mal so ein kleines Beispiel einfach mal, dass wirklich manchmal diese Kleinigkeiten drauf ankommen. Ja, die Leute wissen, jeder weiß, der mit mir eng zusammenarbeitet, Marvin kann ich um 3 Uhr nachts anrufen und mit ihm sogar einen Follow-up noch machen. Ich habe am Montag, wo Finn seinen P1K gemacht hat, ich habe mit ihm um knapp 1:45 nachts, 1:45 nachts einen Follow-up noch gehabt. Und ich war nicht so hier, yo, was geht? Will starten und so, ja, nice. Okay. Nein, ich war komplett am Start. Ja, so mit Begeisterung. Das ist nicht gefaked, das ist eine wahre Begeisterung. Begeisterung. So, jetzt aber. Ja, muss kurz schon trinken hier. So, also heißt, habt das wirklich vor Augen einfach. Ja? Guck, dass du wirklich die Zeit, die du hast, so effektiv wie möglich nutzt. Ich kriege, und das habe ich schon immer auch lernen damals gesagt, haben wir beide festgestellt, sobald wir anfangen, dass wir unproduktiv werden oder merken einfach, hey, das, was wir jetzt tun, bringt uns einfach nicht weiter. Wir kriegen so einen Zuckel im Arsch. Ja? Aber positiv, dass wir sagen, hey Marvin, mach. Hör auf, wirklich diese Kindergartenkacke, sondern mach die Dinge, worauf du auch echt auch keinen Bock hast. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass die eine Sache verstehen musst. Ja, Business macht da immer Spaß, aber manchmal musst du Dinge tun, worauf du keinen Bock hast. Ja, ich sage euch, manchmal habe ich auch keinen Bock, irgendwie jetzt großartig auf Instagram Leute anzuschreiben. Ja, mir macht das voll Spaß. Wenn ich einmal dabei bin, boah, voll geil. Aber du musst erstmal reinkommen. Ja, das ist doch wie dieser Flow baut sich erstmal auf. Ja, und das ist wirklich wichtig, dass du da reinkommst. Weil wenn du einmal diesen Schritt gemacht hast, ja, das war damals beim Sport überall in jedem Lebensbereich, bist du den ersten Schritt gegangen, warst du auf einmal voll den Simpel. Ja, ganz simpel. Ja, das ist sehr wichtig, aber dass du diesen Schritt machst und vor allem einfach, wenn du denkst, ja, dass ich keine Personals mache, dass du dich keine Leute oder keine, dann hast du auf jeden Fall falsch gedacht. Ich mache genau die gleichen Dinge, die du auch machst. Ja, ich habe die Woche, beziehungsweise letzte Woche, war meine beste Trading-Woche gewesen. Ja, ich habe die Woche knapp 10K gemacht, so mit Trading. Es war eine sehr geile Woche gewesen, ja. Und dann noch Freitag der Paycheck, habe gute Rücklagen gebildet, um andere Sachen wieder irgendwo zu finanzieren, um vielleicht etwas später finanzieren zu können. Was ich gleich aber sage, bleibt auf jeden Fall gespannt. Und beispielsweise, um mir auf Ende des Jahres in Dubai wirklich einigen Leuten, die in Dubai dabei sind, auch da wirklich was zu machen. Nein, weil ich weiß eine Sache, hey, je mehr ich mein Wissen investiere oder reinvestiere, naja, so, dann kann ich es auch irgendwo langfristig auch von anderen Leuten erwarten. Ich weiß nicht, wie viel ich immer, ich habe damals, zum Witz, ihr würdet es sogar auch noch machen, wo ich mit Leuten Meetings hatte, ja, das war ein Essen gewesen, ja, das war dann sogar dabei gewesen. Die Leute haben zu mir gesagt, Marvin, ich habe kein Geld für ein Buch. Ich bin mit den Leuten in die Bücherei gegangen und habe den Leuten die Bücher gekauft.
So war ich damals, die waren nicht mal gestartet, die sind nicht mal im Business gewesen. Die sagen zu mir immer, ich habe kein Geld für ein Buch gehabt. Ich habe es direkt bestellt, ich habe es ihnen gekauft. Ich bin mit ihnen, okay, dann lass uns die Bücherei gehen, ich kaufe dir das. Die gucken mich so an, ich will es kaufen. Doch, ich kaufe dir das. Du sagst, du hast kein Geld, ich habe es gemacht. Ja? Das ist sehr wichtig einfach. Ja? Und dann auch in Follow-ups. Was ist in Follow-ups wichtig? Ja, so erzählst du über einen, beantwortet die Fragen. Gib der Person schon Value. So, das habe ich damals, bis heute. Gib einfach mehr, als du nimmst. Gib einfach mehr, zack, geben. Und dann wird ein, was du wirst eines Tages auch bekommen. Aber viele verlangen direkt immer, gib mir was, ich will was dafür haben. Ah, ich habe jetzt 10 Leute angeschrieben und jetzt muss mindestens eine Person starten. Vergiss es. Du musst erstmal geben. Und ich, Leute, ich habe auch massenhaft viele Absagen gehabt. Ich habe Leute, die mich ausgedacht haben. Ich habe Leute gehabt, die mich auf Instagram beleidigt haben. Ja, aber es war mir scheißegal. Ja, ich sage danke. Danke, dass du wirklich mich beleidigt hast. Ja, und gehe da gar nicht drauf ein. Ja, weil ich kriege das, worauf ich mich konzentriere. Konzentriere ich mich nur auf Hate, bekomme ich nur Hate. Aber konzentriere ich mich auf die Menschen, die ich wirklich helfen kann und wirklich auch meine Zeit respektieren und schätzen, naja, dann werde ich auch solche Leute nicht mehr tracken. Heute eine wahre Story, Leute. Eine wahre Story, die mir heute passiert ist. Ja? Ich hatte heute einen Termin bei der MPU und ich war im Wartezimmer. Ja? Und es saß neben jemand, ein Dolmetscher mit einem Ausländer saßen da. Und es war wirklich 20 Minuten, war Totenstille. Ja? Wir haben Handy, hab Nachrichten beantwortet. Totenstille. Und auf irgendwann meinte mein Unterbewusstsein, spricht den Dolmetscher mal an. Naja, ich habe ihn angesprochen, bin mit ihm im Gespräch verleiten. Was ist da rumgekommen? Er hieß Bodo Schäfer, interessiert sich für Persönlichkeitsentwicklung, hat Bock auf Business, hat wirklich, dachte so, du wolltest mich von Schicksal, das ist gerade Schicksal, das findest du gerade kennen, meinte er, so ist so crazy, ja, sehe ich genauso. Das ist, was ich immer meine, das, du strahlst das aus, was du bekommst. Der hätte auch eine Flasche sitzen können, aber nein, ich habe in den letzten anderthalb Jahren eine Sache gemerkt. Wenn du dich entwickelst, ja, und du dir selber treu bleibst mit deinen Werten, dann trackest du solche Leute, ja. Ich habe morgen eine Person da auch hier, der Alex, der Bodybuilder, so der ist Arzt. Der ist Arzt, ja. Und mit dem saß ich gestern hier und startet morgen. Wenn du wirklich, deswegen sage ich ja, wenn du dich weiterentwickelst und wirklich auch generell nach deinen Werten treu bleibst, dann arbeitest du wirklich mit so geilen Menschen zusammen und kannst dieses Business bilden. Und wirklich gerade in diese jetzige Zeit, wo wir jetzt gerade reingeraten, ja, wo so viele Menschen, was ich immer wieder sage, ein neues Zuhause suchen oder ein Zuhause überhaupt suchen, haben wir die Möglichkeit, den Leuten dieses Zuhause bieten einfach. Und das ist ganz, ganz wichtig. So heißt es zum Beispiel, wir hatten heute dieses Gespräch gehabt und er hat mich vorhin eben viermal angerufen. Er hat mich gefragt, Mami, wenn ihr trinkt meinen Kaffee, du musst mir zeigen, was du machst. Und der ist knapp 10 Jahre älter als ich. Ja? Das ist crazy. Und ich saß da und sind in der Zwischenruhe und haben wirklich über Gott in die Welt gesprochen, habe ihm Tipps gegeben. Und da saß er einfach und war, man hat gemerkt, der war komplett sprachlos gewesen. Ja? Also, wichtiger Ansatz auf jeden Fall. Dann, was hat die Zeit hier? Okay, 7 Minuten noch. Dann, und das ist sehr wichtig, auf das Thema Resultate. Ja? So, geht mal nicht davon aus, und das ist, was ich wichtig immer finde, halt, und das ist auch irgendwo, was ich damals gemerkt habe, Resultate kommen. Und deine Season wird auch kommen. Deine Training-Resultate, die du machst, die würden auch eines Tages, wirst du in die Results-Gruppe schicken. Ich weiß sogar ganz genau, damals bin ich bei einem gestartet und sehe nur diese Training-Resultate und denke mir so, ich mache nur Minus. Scheiße. Und die machen alle Plus. So, und dann habe ich direkt wieder verglichen. Ich habe auch wieder Fehler gemacht. Ja, aber ich dachte, okay, die haben das auch geschafft. Da kann ich jetzt auch machen. Und mein Tag wird kommen, dann schicke ich mein Tweet rein. Ja, und dann kommt eines Tages auch mein Shoutout. Ja, oder der Shoutout von den Leuten, die ich gestartet habe. Ja, weil, was ich mal wichtig finde, so, ich habe niemals gehofft, dass irgendwie Leute in meinem Business oder meinem Team irgendwelche Leute starten. Ich habe selber einfach Leute gestartet. Ich habe selber Leuten wirklich diese Möglichkeit gezeigt. Ja, und was wurde daraus? Meistens beste Freundschaften. Ja, das ist halt geil von einfach, dass du wirklich die Möglichkeit hast, einfach wirklich ein Imperium aufzubauen. Ein Imperium aufzubauen, wirklich mit tollen Menschen, mit Menschen, die du wirklich die Welt wirklich erobern kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, und wirklich positiv beeinflussen kannst. Ja, wenn ich überlege einfach, so nächstes Jahr habe ich vor, mit einem Führungskräften einen Trip nach die Malediven zu machen, ja, auf die Bahamas, Malediven oder Bahamas, ja, Ende bzw. Mitte nächsten Jahres. So, also es sind echt geile Sachen, sind geplant. Ja, schau, dass du dabei bist. Schau, dass du dabei bist, dass du dich da auch wirklich für solche Sachen mitnimmst, weil es sind immer Erfahrungen. Die Leute, glaubt mir eine Sache, das ist Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, 2018, Mitte des Jahres, war ich auf den ersten Trip gewesen nach Côte d'Azur. Ja, da habe ich mir wirklich eine riesengroße Villa gemietet gehabt und habe das allererste Mal Richard gesehen. Ich habe das allererste Mal Richard gesehen. Und was ist passiert? Naja, ich war Richard,
die ersten 5 Tage war ich nicht nur am Arsch und er dachte, dass ich schwul bin. Ja, weil ich die ganze Zeit nur bei ihm war. Weil ich alles wirklich sehen wollte, wie er denkt, wie er redet, wie er dein Business aufbaut. So. Und dann habe ich gesagt, Bro, ich will alles von dir lernen. Ja? Naja, was ist jetzt passiert dieses Jahr? Ich war 7 Monate unterwegs mit Richard. Ja, quer durch die Welt. In Kroatien gewesen, in Lissabon gewesen, überall. Ja? Normalerweise wäre ich jetzt auch jetzt in Dubai, aber naja. Ich habe andere wichtige Termine hier und die gehen einfach definitiv vor, als mit jetzt nach Dubai zu reisen. Ich bin aktuell jetzt nicht in der Lage, da hinzufliegen, weil ich aktuell viel zu tun habe hier. Aber das will ich euch nur mit sagen, okay? Also heißt, wichtiger Punkt einfach, Resultate werden kommen, deine Season wird kommen, aber es ist die entscheidende Sache und was ihr alle kennt. Resultate bekommst du auf einer gewissen Basis, wenn du eine gewisse Zeit intensiv dich damit auseinandergesetzt hast. Denk nicht, dass du Resultate bekommst, nur einmal die Woche live schaust, dass du in 2-3 Monaten profitabel bist. Denk nicht, wenn du eine Person am Tag oder 5 Personen am Tag anschreibst, ja, dass du Chairman gehen wirst. Ja? Also ich kann euch eine Sache nur sagen, das ist sehr wichtig einfach. Und das, was ich auch irgendwo wichtig finde, bringe die harte Arbeit ins Business. Bringst du diese harte Arbeit ins Business rein und diese Passion, diese Freude. Ja, ich liebe es, morgen mein Monitor anzumachen. Ich liebe es, wirklich mit Leuten generell dieses Business zu teilen. Ja, auch das mit Schmeck wirst du dann auch langfristig auch dann zurückbekommen und die Bezahlung auch dafür bekommen. Ja, so viele Leute haben so lange gestruggelt, ja. Da gibt es so viele Menschen, die wirklich gestruggelt haben, aber dann kam der Punkt, dieser Durchbruch. Zack. Das kennt ihr alles. Das ist immer eine Synchronisierung und auf einmal, wie Gold zum Beispiel jetzt, am Montag, ja, knapp 300 Pips. Ja, war super gewesen. Ich war drin gewesen. Also, was ich damit sagen möchte einfach, und das ist ein wichtiges Motto einfach, Resultate kommen, bringt die Hingabe rein und denk dran, die Daily-To-Dos, also das ist jetzt nicht irgendwie, was sich ändert mit der Zeit. Ja, was ich gemerkt habe, die Daily-To-Dos, die konstant und dann zu verbessern, Step by Step. Ja, weil ich jeden Tag kriege die Frage, mach ich, komm ich nächstes Level? Mach die konstant und hör dich auf, dauernd anzulügen. Hallo, nicht anlügen, sei wirklich ehrlich zu dir. Ja, sei ehrlich zu dir und schau dir selber in den Spiegel. Okay, war ich heute ehrlich zu mir? Habe ich mich heute angelogen? Ne? Habe ich mir das vorgegaukelt? Okay, das ist sehr wichtig, Leute. Gut. Ich habe mal ganz kurz hier meine Tipps nochmal. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch 2, 3 Sachen eigentlich, aber das heben wir uns auf jeden Fall noch auf, weil ich habe jetzt noch 3 Minuten hier und ich habe ganz kurz das Incentive hier anzusprechen, was wirklich nur hier für Lander ist. Ja, das werde ich nirgendwo sehen, das ist nur für euch jetzt hier, weil ich mir eben gedacht, okay, irgendwas Geiles mache ich für euch. Ich wusste zwar nicht, dass es sowas Großes wird, aber irgendwie meinte mein Bauchgefühl, mach. Glaub mir, das ist geil. So, also heißt jetzt aufgepasst, weil ich am Anfang eben schon angeteasert habe, dass ihr meine Nummer bekommen werdet, falls du nicht hast. Ja, falls du noch nicht hast, dann wird Lander gleich die Nummer in die Gruppe schicken. So, ich werde nämlich ab 24 Uhr eine Strichliste anzufangen, ja, und werde festhalten, und das ist jetzt die entscheidende Sache. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss gucken, wie ich das am besten formuliere, dass es direkt jeder versteht. Also heißt, das Ganze geht bis zum 31.12.2020. Und es ist nicht jetzt die Aufgabe, die meisten irgendwie Einschreibungen, die meisten Ranks. Nein, wer bis Ende des Jahres, bis zum 31.12. mit mir die meisten Follow-ups vereinbart, mindestens 2 Tage vorweg, kriegt im circa Februar, März einen Flug nach Dubai, Hin- und Rückflug von mir bezahlt, um mich zu besuchen, weil ich werde im Februar in Dubai sein, Tour planen und dann im März nach Deutschland fliegen und dann eine Tour zu ballern, um mir ein Auto von Six zu mieten. Also heißt, exklusiv hier für euch, bis zum 31.12.2020, wer die meisten Follow-ups mit mir vereinbart und ich bin rund um die Uhr am Start, aber mindestens 2 Tage vorher, also heißt 48 Stunden vorher, kriegt von mir einen Flug bezahlt, nicht nur der Hinflug, sondern Hin- und Rückflug nach Dubai im Februar. Wann genau? Zeitraum wird noch kommen. Du kannst so lange, wie du bleiben, wie du möchtest. Ich bezahle komplett den Flug. Ich denke mal, ich werde vielleicht bis dahin auch schon eine Wohnung haben oder dort eine Unterbleibe. Aber wie gesagt, das steht alles noch nicht richtig 100% fest. Fakt ist eine Sache, auf jeden Fall, Flug ist von mir bezahlt. Die Person wirklich, die am meisten mit mir Follow-ups macht, bis zum 31.12. Es wird kein Fail geben. Die alle jetzt hier dabei sind, die in diesem Call, die wissen Bescheid. Der Call endet jetzt jede Sekunde. Kannst du mich schon mal abholen vom Flughafen? Ich glaube, das geht einigen hier. Ich würde einfach sagen, weil der Call jetzt jede Sekunde hier abbricht, das Incentive beginnt ab 24 Uhr. Lerner, ich kann deine Nummer reinschicken. Ich versuche euch so schnell möglich zu antworten. Ich freue mich auf jeden Fall, bin gespannt. Ich werde dann gleich
circa gegen 23 Uhr werde ich anfangen, eine Liste zu führen. Also heißt, wenn wir genau eintragen, wie viele Follow-ups welche Person mir gemacht hat. Und euch auf jeden Fall euch allen erfolgreichen Rest haben. Freue mich auf das Incentive und freue mich auf den Dezember. Freue mich auf die ganzen Trading-Resultate. Freue mich auf die ganzen Shoutouts. Ich bin gespannt und wünsche auf jeden Fall euch alle einen produktiven, erfolgreichen Rest haben, wenn ihr Hilfe braucht oder generell noch mal Tipps haben wollt, geht auch gerne mal auf Jana noch mal zu, wenn ihr noch mal Tipps zum Edifying haben wollt. Ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, ich wünsche auf jeden Fall euch alle einen produktiven Rest haben und damit würde ich sagen, lasst auf die Bombe platzen.